Michael Seemeyer von der SPÖ ist am Wort. Frau Bundesministerin, Kolleginnen und Kollegen, dass der Zivildienst eine wichtige Rolle und eine wichtige Funktion gehabt hat in der Bewältigung der Gesundheitskrise, auch noch immer hat und auch haben wird, ich glaube, da sind wir sich über weite Strecken ja einig und steht ja außer Diskussion. Für viele Einrichtungen war es gar nicht möglich, den Betrieb aufrechtzuhalten, wenn es keine Zivildiener zugeteilt gekriegt hätten. Umso wichtiger ist, dass der Zivildienst auch zukunftsfit gehalten wird. Wenn man sich anschaut, dass die Einrichtungen derzeit, die Wünsche der Einrichtungen derzeit mit gut 80% nur abdeckbar sind und man ja weiß, dass durch die geburtenschwachen Jahrgänge da vielleicht auch die Zahlen der Zivildiener rückgängig sein könnten, besteht auch Handlungsbedarf. Sie haben selber zuerst gesagt, Verbesserungen in den nächsten Monaten und Jahren sind da angedacht. Eine Teiltauglichkeit, wie schon angemerkt von uns, lehnen wir entschieden ab. Wir glauben auch, dass das rechtlich schwierig umzusetzen ist. Vielmehr könnte der Modell ähnlich des Grundwehrdienstes eine Möglichkeit sein, wo jetzt eine freiwillige Verlängerung möglich ist mit einem höheren Entgelt oder höheren Verdienst. Ich denke, dass das auch für einen Zivildienst eine ordentliche Möglichkeit sein kann, dass man Zivildiener länger zur Verfügung hat. Könnte ein guter Anreiz sein für die Zukunft. Freiwilliges soziales Jahr kann auch eine Möglichkeit sein, ist nicht Ihr Ressort, aber dort würde eine Stärkung natürlich auch die Organisationen entlasten. Eine Anmerkung auch zum Umsatzersatz, der notwendig ist oder notwendig geworden ist aufgrund der ganzen Schließungen der Gastronomie. Da kann man jetzt natürlich viel diskutieren, ob zu spät, ob nicht treffsicher, ob Überförderung, weil Kurzarbeit nicht angerechnet werden muss. Aber eins ist schon klar, wenn ein Totalausfall der Einkünfte in der Gastronomie einen 80%igen Ersatz rechtfertigt, beziehungsweise auch notwendig macht, dann frage ich mich schon, warum das für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht gelten sollte. Wenn nämlich eine Arbeitnehmerin und ein Arbeitnehmer in der jetzigen Situation arbeitslos wird und somit einen Totalausfall ihrer Einkünfte hat, dann kriegt sie nämlich nicht 55% ersetzt in Form des Arbeitslosengeldes. Kolleginnen und Kollegen, ist mir ganz wichtig, dort zu sagen, es wird keine Neiddebatte in der Frage entstehen. Es muss natürlich das Überleben der Gastronomie gesichert sein. Aber es kann ja nicht sein, dass Menschen unverschuldet die Arbeit verlieren und mit 55% Ersatzrate abgespeist werden. Daher braucht es dringend eine Anhebung des Arbeitslosengelds, weil eine Anhebung des Arbeitslosengelds würde auch die Wirtschaft bzw. die Gastronomie und den Handel unterstützen. Eins möchte ich aber auch noch sagen, Sie haben das beschämend gefunden, dass man über die Erhöhung bei den Bauern redet. Frau Ministerin, was auch beschämend ist, ist, wenn man die einen was gibt, nämlich die Bauern, während man bei den anderen, nämlich bei den ASVGler, einschneidet und dort, ja, denen, die genauso lange gearbeitet haben, die Pension kürzt. Das ist auch beschämend, Frau Ministerin. Danke.